Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Johannes Schleich. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor unseren geneigten Podcast-Hörern. Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Ich freue mich über die Einladung, hier mit Ihnen heute sprechen zu können. Mein Name ist Johannes Schleich. Ich bin Professor für Verkehr und Mobilität an der Beuth-Hochschule in Berlin. Wir sind eine relativ große Ingenieursschmiede hier in Berlin mit 13.000 Studierenden. Und ich kümmere mich hier vor allem so ein bisschen mehr um die langfristigen Fragestellungen, was früher ganz klassisch war. Wir planen neue Straßen, neue S-Bahn-Linien, neue U-Bahn-Linien und versuchen das zu bewerten. Und was natürlich heute mehr und mehr dann auch beeinträchtigt wird von Fragestellungen, wie sehen eben die neuen Mobilitätsformen aus in 10, in 15 Jahren? Wie kriegen wir das zu einer Gesamtlösung, die dann eben auch unsere gesellschaftlichen Ziele erreicht? Ja, 10, 15 Jahre, das ist natürlich einfach das Themenfeld dieser Podcast-Reihe. Was haben wir jetzt grundsätzlich? Also einmal haben wir den Trend zur Elektromobilität, auch bei den klassischen Verkehrsbetreibern des ÖPNVs, die Elektrobusse nehmen zu. Man denkt, dann haben wir, und beim PKW-Bereich ist es natürlich auf jeden Fall bekannt, dann immer mehr eine stärkere Automatisierung. Und dann stellt sich die Frage, ob man wirklich noch Fahrzeuge nutzen muss, also besitzen muss, um von A nach B zu kommen, oder ob es andere Betreibermodelle gibt. Das nennt sich als Schlagwort dann Mobility as a Service. Das wäre es im Großen und Ganzen an den Zukunftsthemen, oder? Genau, also ich denke, es geht darum, dass wir also was ich mir wünsche, was wir so in den nächsten Jahren sehen würden, ist, dass wir dort, wo wir Kfz nutzen, eben einfach effizienter werden durch diese genannten Themen, Carsharing, Ridepooling, also dass wir nicht mehr nur noch so 1,3 Leute im Schnitt in einem Auto sitzen haben, sondern dass wir das Auto effizienter nutzen und natürlich auch dann das Thema Antriebswende, also gehen wir mal heute davon aus, die Elektromobilität wird die neue Antriebsvariante sein, dass wir dort eben dann eben auch mehr Effizienz hinkriegen. Und das ist eben das, was wir auf Seiten der Kfz-Nutzung sehen. Ich denke, was wir halt nicht vernachlässigen sollten, ist auch, dass wir uns die anderen Verkehrsmittel anschauen und natürlich gucken, die Trends, die wir auch sehen in den Erhebungen, dass der Radverkehr an Nutzung zunimmt, dass wir eben auch gucken, wie wir den Fußverkehr stärken und eben auch ganz klassisch den ÖPNV. Das sind Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen. Die sind vielleicht weniger Hightech, aber haben eben auch ein großes Potenzial. Gerade dann, und das ist, glaube ich, der dritte Punkt, wir es in der Stadtplanung auch hinbekommen, wieder so dieses Leitbild, was schon 40, 50 Jahre alt ist, die Stadt der kurzen Wege wieder zu stärken. Also, dass wir einfach viele kurze Wege machen, dass wir nicht mehr für alles quer durch die Stadt fahren müssen, und nicht 40 Kilometer zur Arbeit fahren müssen. Wenn wir da wieder mehr kurze Wege haben, dann kommen wir auch einer stadtverträglichen Mobilität näher, weil einfach jeder Kilometer, der weniger gefahren wird, macht unsere Stadt einfach ein bisschen schöner und reduziert unsere Emissionen. Wenn man sich jetzt die Themen, dann gehen wir noch mal kurz ein bisschen in die Geschichte oder praktisch in ein paar Jahre zurück. Hat Carsharing denn das Versprechen eingehalten, wirklich schon Verkehr zu reduzieren in den Innenstädten? Also mit Carsharing haben wir, glaube ich, verschiedene Effekte. Also das eine, was wir ganz klar sehen bei Carsharing, ist, dass die Autonutzung effizienter wird. Warum ist das wichtig? Es geht ja nicht nur um die zurückgelegten Kilometer mit allen ihren negativen Wirkungen. Es geht natürlich auch darum, dass Autos den ganzen Tag lang rumstehen. Also so ein Auto steht gut 23 Stunden am Tag rum und wird nicht genutzt. Und verbraucht natürlich auch städtischen Platz, den wir haben. Also ich hatte das noch nicht mal ausgerechnet. Für eine Stadt wie Berlin sind das irgendwie 2000 Fußballplätze, die man schaffen könnte, wenn man keine Parkplätze mehr braucht. Also einfach so die Abstellfläche für die Autos. Und wenn wir da natürlich dahin kommen, dass Carsharing-Autos einfach öfters genutzt werden, dann haben wir natürlich schon einfach einen Effekt, wo wir sagen, da haben wir ein paar weniger Autos auf der Straße und eben vor allem auch auf den Parkplätzen. Ich denke, den Effekt, den man sich erhofft,
der ist natürlich nicht so massiv, wie man das gerne jetzt auch in den Marketingunterlagen dieser Carsharing-Anbieter, wie man das Gefühl bekommt, es sei so stark. Also wenn man mal die neuesten Zahlen anguckt von der neuesten Studie, Erhebung in Berlin, sind irgendwie 7% der Menschen nutzen Carsharing. Also es ist ein relativ kleiner Anteil. Und bei denen gibt es auch ganz viele Erhebungen zu, aber auf die will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, muss man natürlich auch gucken, wer nutzt mehr Pkw durch das Carsharing. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Ich habe kein Auto, ich möchte auch kein Auto haben, aber durch das Carsharing mache ich doch die eine oder andere Autofahrt. Und wer macht tatsächlich vielleicht weniger Fahrten, weil er bei jeder Fahrt plötzlich merkt, die kostet 2, 3, 4 Euro, was man beim Auto, beim privaten Pkw nicht so merkt. Ich glaube, das Wichtige abseits dieser kurzfristigen Studien ist, dass wir mehr und mehr Leute dahin bringen, darüber nachzudenken, eben sich keinen privaten Pkw zu kaufen. Oder wenn die nächste Ersatz von einem Auto ansteht, dort dann vielleicht zu sagen, ich kaufe mir das Auto nicht mehr. Und ich glaube, wenn diese Tendenzen, gefördert durch Carsharing, aber auch die anderen Themen, die Sie schon angesprochen haben, Mobility as a Service, wenn die dazu führen, dass wir einfach weniger Pkw-Besitz haben, ich denke, dann werden wir nach und nach auch einfach weniger Pkw-Nutzung haben. Und dann kommen wir eben dem näher, was den Zielen unserer Klima- und Verkehrswende angeht. Okay. Aber genau, ganz konkret die Frage. Ich glaube, Stand heute können wir noch nicht sagen, dass Carsharing die ganz große Wende schon herbeigeführt hat. Und dafür ist auch einfach die Nutzung noch zu gering. Ja, es war ein großes Versprechen irgendwo Anfang der 2010, das sich nicht so ganz eingehalten hat. Wie sieht's denn jetzt aus mit Elektromobilität in Großstädten? Im Prinzip haben wir jetzt, naja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das Angebot von elektrischen Fahrzeugen zu rahmen. Es wird auch durchaus für eine Landbevölkerung oder für Menschen in der Provinz ein Thema. Die Fahrzeuge werden immer leistungsstärker. Und man kann durchaus auch heute, man kann praktisch schon für 40.000 Euro Neuwagenpreis 400 Kilometer Reichweite kaufen. Das ist sehr vernünftig und grundsätzlich könnte man auch in der Provinz mit einem Elektroauto leben. Wie ist es aber in den Großstädten? Haben wir da jetzt schon einen Push in Richtung Elektromobilität? Das ist ja im Prinzip das natürliche Habitat von Elektroautos. Man braucht keine großen Reichweiten. Es ist in der Innenstadt ein vernünftiges Fahren möglich. Die Ladeinfrastruktur hat sich, die öffentliche Ladeinfrastruktur hat sich im Prinzip auf Innenstädte und auf Großstädte konzentriert. Wie sieht's aus? Hat es jetzt schon da funktioniert, dass wir Elektromobilität übermäßig, also zum gewissen Maße in den Innenstädten sehen? Also wenn wir mal so auf die nackten Zahlen gucken und einfach die Neuzulassungen uns angucken, dann sehen wir, dass wir da jetzt nach, sagen wir mal, einem sehr langsamen, stetigen Wachstum auf ein paar wenige Prozent der Neuzulassungen sehen wir, dass es da jetzt einen Push gerade auch in den letzten Monaten gibt, sicherlich auch nochmal durch die Förderung, die eben dazu führt, dass die Neuwagenpreise eben jetzt deutlich runtergehen, sind wir jetzt bei, glaube ich, in etwa 6% im letzten Monat der Neuzulassungen. Und wenn man dann noch berücksichtigen, dass ein Auto so im Schnitt 10 Jahre alt ist, was bei uns auf den Straßen unterwegs ist, sind natürlich von diesen 6%, was wir dann wirklich auf der Straße sehen, vernachlässigbar. Also sehr, sehr wenig Autos, die wir aktuell auf der Straße haben, sind tatsächlich elektrisch. Aber ich denke, was man jetzt feststellen muss, einfach mit der Entwicklung der Ladeinfrastruktur und mit der Entwicklung der Fahrzeuge, wenn wir das Beispiel Volkswagen nehmen, mit dem ID.3, mit Reichweiten, die jetzt so bei 400-500 Kilometern, sagen wir zumindest laut bei vorsichtiger Fahrweise sind, kommen wir langsam in so einen Bereich, wo es aus Sicht der Fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur kaum noch Ausreden gibt, sich nicht ein Elektroauto zu kaufen. Also diese klassischen Ausreden, ja, damit kann ich nicht mal quer durch Deutschland fahren. Das geht jetzt schon ganz gut. Auch die Schnellladeinfrastruktur ist ausgebaut. Die Ausrede, ich habe keine Ladesäule bei mir um die Ecke, ist nicht mehr so entscheidend, weil mit der durchschnittlichen Fahrtweite von 40 Kilometer eines Autos pro Tag kann ich ja schon eine ganze Woche durch die Gegend fahren, ohne zu laden. Und da komme ich dann schon in einer Stadt wie Berlin, da wo ich auch selber Elektroauto mit meinem Carsharing fahre, da komme ich problemlos an Ladesäulen vorbei
wo ich aufladen kann. Also ich denke, wir sind jetzt an einem wichtigen Moment, wo diese Elektromobilität nochmal einen deutlichen Push kriegen könnte. Müssen mal gucken, wie sehr jetzt die jetzige große Förderung da Einfluss hat und wie, ob es dann, wenn so eine Förderung dann wieder zurückgenommen wird, dann wieder einen gegenteiligen Effekt gibt. Aber ich denke, für die städtische Mobilität, auch wenn wir uns da, wie gesagt, solche Zahlen angucken, wie viele Kilometer ein Mensch in Berlin und beispielsweise pro Tag unterwegs ist, da kommt man ziemlich weit damit und mit der Reichweite der beispielsweise ID.3, also mit sowas wie 400 Kilometern. Und ich denke, da ist jetzt die Ladeinfrastruktur mittlerweile ausreichend und deswegen halte ich es für durchaus realistisch, dass wir da jetzt diese wachsenden Zahlen auch weiterhin wachsend sehen. Genau, natürlich mit der Schwierigkeit, dass eben Autos im Schnitt 10 Jahre alt sind. Ich meine, so oft stehen da solche Wechsel gar nicht an. Und wir reden natürlich jetzt auch erstmal nur über den Neuwagenverkauf. Also alle Menschen, die aus verschiedenen Gründen eben keine Neuwagen kaufen, die sind von dem Trend noch weitgehend abgeschnitten. Also zum einen, wenn ich mir einen gebrauchten Elektroauto kaufe, dann habe ich dann schon nicht mehr die neueste Technologie, nicht mehr die neuesten Reichweiten, die jetzt möglich sind. Und zum anderen ist auch einfach der Markt ziemlich leer. Also ein Elektroauto gebraucht zu kaufen, ist ziemlich schwierig. Und damit sind einfach natürlich erstmal viele Autokäufer erstmal noch gar nicht in der Lage, sich jetzt ein Elektroauto zu kaufen, so gesehen. Das Ganze wird Zeit dauern, bis das sich wirklich durchsetzt, bis wir wirklich auf der Straße das Gefühl haben, oh, da kommt nochmal ein Verbrenner, das hören wir, das ist was Besonderes. Das wird noch eine ziemliche Dauer brauchen, bis wir dann wirklich so sind, dass jedes zweite Auto ein Elektroauto sein wird. Aber aus meiner Sicht, ich sehe auch gerade keine alternative Antriebsform, die aufkommen sollte, denke ich, geht es auf jeden Fall in die Richtung. Und in 10 Jahren wird kaum mehr jemand sich noch ein Verbrennerauto kaufen, zumindest als privaten Pkw. Davon gehe ich ganz fest aus. Und gegebenenfalls sehen wir dann ja auch schon jetzt diskutierte Verbote, dass man mit dem Verbrenner noch in die Stadt fahren darf. Wenn sowas natürlich auch langfristig angekündigt wird, dann wird das natürlich auch dann nochmal eine Veränderung beim Neuwagenkauf ergeben. Also das ist ja hier ein bisschen die Aufgabe dieser Podcast-Reihe, muss auch sagen, wirklich das Elektroauto ist ein Gewinner der Corona-Pandemie. Die Absatzzahlen sind gestiegen. Aber man muss auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Jetzt bei den Neuwagen ist es, der Deutsche gibt durchschnittlich auch 7.300 oder 400 Euro für seinen Gebrauchtwagen aus. Dafür sind jetzt 9 Fahrzeuge noch sehr weit weg. Dass praktisch der Gebrauchtwagenmarkt immer noch relativ leergefegt ist und es wirklich kaum vernünftige Angebote gibt, ist leider auch richtig. Es ist natürlich auch normal bei Innovationen, dass man heute, wenn man auf dem Gebrauchtwagenmarkt kauft, eigentlich auch nur noch sehr veraltete Fahrzeuge, alte Technik kaufen kann. Aber nichtsdestotrotz, die nächsten Jahrzehnt wird es ein massives Thema sein. Ja, aber wenn wir schon bei den Großstädten sind, wie verändert sich denn jetzt eigentlich, sagen wir mal, ja, der ÖPNV? Und dann gibt es ja natürlich auch immer noch diese halböffentlichen Anbieter, also Ridesharing-Anbieter, die praktisch im öffentlichen Raum unterwegs sind oder in Innenstädten unterwegs sind, aber eben eine gewisse Firmenstruktur haben, also nicht die klassischen ÖPNV-Anbieter sind. Wie kommt es jetzt da wirklich ein bisschen in Bewegung? Aktuell ist das ja, das ist ziemlich neu für uns im Mobilitätsmarkt, ist, dass dort private Player sind, die versuchen, eigenwirtschaftliche Angebote zu machen. Also sowas wie Uber, FreeNow, Grab, die da weltweit aktiv sind. Auch genauso die ganzen Mikromobilitätsanbieter, also die E-Scooter-Anbieter. Das ist so ein bisschen eine neue Situation für uns in Deutschland. Ganz klassisch, mal vor 10, 20 Jahren, da war Verkehrsplanung noch was Langweiliges, was in stillen Kämmerchen passiert ist. Und da hat eine Stadt, eine Kommune im Wesentlichen entschieden, wie sie planen wollen und wie sie dann eben weitere Entwicklungen so machen, dass das dann vielleicht auch das Gesamtoptimum, also die Stadt- und verkehrsplanerischen Ziele dann auch wirklich erreicht. Und jetzt kommen halt Anbieter wie Uber, Bergkönig, Clever Shuttle, die plötzlich sagen, wir wollen Geld verdienen.
noch nicht heute. Wir haben ziemlich viel Geld von irgendwas aus Venture Capital, wo wir jetzt erstmal versuchen, Marktanteile zu gewinnen. Und genau, das ist jetzt eine Situation, die erstmal total spannend und total genial ist, weil wahnsinnig viel gute Technologie damit auch in die Verkehrsbranche kommt. Wir dort einen wahnsinnigen Push haben, was die Digitalisierung angeht. Aber wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir das in vernünftige Richtungen lenken. Also, wir können es, also für mich ist das wesentliche Problem, dass wir nicht mehr nur noch zwei Player haben, die Stadt, die Kommune, die den Verkehr plant und der Nutzer, der ihn nutzt, sondern wir haben jetzt drei Player. Wir haben eben den Nutzer, die Mobilitätsanbieter und die Stadt. Und für mich könnte das Problem sein, und das sieht man auch schon in manchen Projekten, es könnte der Nutzer sein, dass der sich nicht, da können wir uns nicht darauf verlassen, dass der die verkehrsplanerischen Klimaziele und so weiter erreichen will. Der Nutzer wird am Schluss das machen, was für ihn den größten Nutzen darstellt. Und das sehen wir, wir würden ja gerne sowas wie Ride Pooling haben. Und da sehen wir, dass es da Projekte gibt. Uber Pool gab es vor allem in den USA, wo man so eben Ride Pooling nutzen konnte, ist in vielen Städten wieder eingestellt worden, weil es nicht so richtig erfolgreich ist. Die asiatische Variante ist Grab. Und die haben auch so ein Sharing-Angebot. Ich war neulich Anfang des Jahres noch dort und habe immer das Sharing-Angebot gebucht, bin aber immer alleine gefahren. Also man merkt, dass die Leute nicht sagen, ich optimiere die Verkehrsplanung, die Verkehrssituation in der Stadt, sondern jeder optimiert seinen eigenen Nutzen. Und dann ist es natürlich logisch, dass die Anbieter, die privaten Mobilitätsanbieter, dafür auch Lösungen anbieten, sofern das wirtschaftlich machbar ist. Und das ist eben was, was eine Veränderung ist, dass jetzt plötzlich, sagen wir mal, an der Stadt vorbei solche Angebote entstehen. Und ich denke, da müssen die Städte aufpassen, dass das ausgewogen bleibt, dass wir eben unsere Stadt- und verkehrsplanerischen Ziele erreichen. Und es gibt da ein schönes Beispiel von der die Uni Stuttgart hat da diese Megafon-Studie gemacht, wo man mal analysiert hat, wie denn so die Nutzung von autonomen geteilten Fahrzeugen sein könnte. Und dort kam man eben relativ schnell drauf, das war eigentlich eine modellhafte Analyse, aber kam man relativ schnell drauf, dass wenn man nicht die Geschwindigkeit dieser autonom geteilten Fahrzeuge ein bisschen reduziert, führt es am Schluss dazu, dass die Leute aus dem Umland nicht, wie man sich so vorstellt, mit dem autonomen Fahrzeug zur S-Bahn fahren und dann mit der S-Bahn in die Stadt rein, sondern dass die dann den gesamten Weg mit dem autonomen Fahrzeug machen. Und das ist natürlich was, was eine Stadt nicht haben möchte. Die S-Bahn in Städten wird ein wichtiger Bestandteil bleiben, noch auf längere Zeit. Einfach weil dort 10.000 Fahrgäste in einer Stunde auf einer gut ausgelasteten S-Bahn-Strecke unterwegs sind. Das entspricht heute irgendwie 5 Fahrstreifen auf einer Bundesstraße. Das können wir nicht so einfach und wollen wir nicht so einfach ersetzen. Und deswegen werden wir, wenn diese neuen Mobilitätsangebote immer mehr kommen werden, und wir kommen ja sicherlich noch zum autonomen Fahren, wo die dann auch nochmal einen deutlichen Push kriegen könnten, wird es eben einen steuernden Eingriff durch Städte brauchen. Es wird sowas wie, was ja auch diskutiert wird, City-Maut brauchen, insbesondere vielleicht auch für Fahrzeuge mit einer geringen Auslastung. Also wenn man sagt, da sitzt nur einer im Auto, nur ein Fahrgast, dann ist die Maut vielleicht höher, als wenn dort drei drin sitzen, weil es eben eine ineffizientere Nutzung des Raums ist. Und spätestens wenn die Autonomfahrzeuge da sind, werden wir natürlich auch gucken müssen, dass die nicht leer ständig durch die Gegend fahren. Also da wird man dann auch entsprechend versuchen müssen, irgendwelche Steuerungsinstrumente, und am besten geht es halt immer übers Geld, einzusetzen, dass eben die Stadt auch noch ein bisschen Herr über die Mobilität bleibt und das nicht an die privaten Anbieter geht. Also gesehen, ich denke, es ist total spannend und total gut, dass wir sowas sehen wie Uber und ähnliche Angebote, dass wir sowas sehen wie E-Scooter, wo private Firmen unterwegs sind und Angebote schaffen. Aber ich glaube, der Staat, die Städte müssen da einen Rahmen schaffen, also der Staat durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Städte durch aktive Planung, damit das dann Ganze auch in gute Bahnen geht und dass wir dann eben nicht mehr Autoverkehr haben, mehr Emissionen, mehr Platz von den Menschen weggenommen wird in der Stadt. Denn da müssen die Städte halt ein bisschen aufpassen. Aber
glücklicherweise wird alles nicht ganz so schnell gehen, so dass wir da auch die Möglichkeit haben, da noch steuernd einzugreifen, wo es notwendig wird. Ja, wie schnell es geht, ist immer so eine Sache. Das hat mich auch gewundert. Mario Hager berichtete in der letzten Episode der Zukunftsmacher, dass jetzt in Phoenix in Arizona schon Waymo den Modellversuch offen geschaltet hat. Also man kann diese Armada von Robotertaxis halt nutzen. Man mit einem MLR-App ruft man sich das entsprechende Robotertaxi herbei und fährt seine Runde. Es ist die Frage, wie schnell es geht. Es hat mich auch verwundert, dass man in den USA schon so weit ist. Aber das sind dann halt die Themen, die in Deutschland noch diskutiert werden. Also wie wird das reglementiert? Wie kann man im Prinzip, wenn diese Roboterflotten kommen, dann vernünftig den Verkehr noch steuern in Deutschland nach verschiedenen Zielen? Genau, also ich denke, wir müssen da weg davon, wie das heute oft passiert. Man weiß nicht, wer Uber nutzt, weiß, dass es immer mal wieder da ist und wieder nicht da ist, weil es dann wieder irgendwo ein Gesetzurteil, ein Urteil eines Gerichts gibt, dass sie jetzt gerade verboten sind, weil sie dieses und jenes nach dem Personenbeförderungsgesetz nicht einhalten. Ich glaube, diese so mehr defensive Haltung müssen wir ein bisschen hinter uns lassen. Wir müssen akzeptieren, dass dort Anbieter kommen, dass die einen Nutzen bringen können, und wir müssen die aktiver bei uns einbinden. Und man, die Überarbeitung des Personenbeförderungsgesetzes ist ja auch in Arbeit. Mal gucken, was dann schlussendlich bei rauskommt. Aber wir müssen eben die Städte in die Lage versetzen, diese neuen Angebote mit wirklich guter Technologie auch zu nutzen und die dann aktiv einzubinden in die Verkehrsplanung der jeweiligen Stadt. Also ich kann mal ein konkretes Beispiel machen, was wir dafür tun müssen. Es ist so, dass heute ist relativ gut geregelt, wie ich eine Buslinie ausschreiben kann als Stadt oder als Region. Da kann ich sagen, so und so soll der Bus fahren. Über irgendwelche Regelungen kann ich sagen, 20-Minuten-Takt ist hier angemessen für diese Buslinie. Und dann, weil natürlich der ÖPNV immer gefördert ist, dann muss ich auf irgendeine Art und Weise das Ganze subventionieren. Das ist so das, was wir klassisch können. Das können wir Städte, da haben wir unsere Planungsregeln für. Was wir aber nicht haben, ist, dass beispielsweise einer dieser neuen Mobilitätsanbieter sagt, du willst hier mit einem 20-Minuten-Bus durch die Gegend fahren. Ich mache das Ganze aber viel besser und ich mache das mit meinen autonomen Shuttles. Das Angebot für den Fahrgast wird genauso gut sein und ich mache es ein bisschen günstiger. Da wäre aktuell eine Kommune, würde da ziemlich in die Bredouille kommen, selbst wenn sie es gut finden, zu sagen, ja, das ist doch ein tolles Angebot, so machen wir das. Wir fahren jetzt nicht mit dem Bus, sondern mit 5 Kleinautos durch die Gegend, die Leute vielleicht sogar zu Hause abholen und der Weg noch zur Haltestelle entfällt und es vielleicht dadurch attraktiver wird. Und anstatt den Bus zu subventionieren, subventionieren wir jetzt so einen Mobilitätsanbieter, sodass dann das Ganze vielleicht in den ÖV-Tarif integriert ist. Das ist eine Sache, mit der müssen wir uns beschäftigen. Ich sitze da auch in einem Arbeitskreis der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, wo wir uns mit solchen Fragen jetzt beschäftigen. Wie kann man sowas überhaupt vergleichbar machen? Und wie kann man dann auch mittelfristig dahin kommen, dass man nicht mehr eine Ausschreibung für eine Buslinie im 20-Minuten-Takt macht, sondern dass man sagt, hey, wir wollen eine bestimmte Qualität für unsere Menschen haben in unserer Region. Aber letztendlich, wie du das machst, ist mir völlig egal, ob du da mit einem Bus mit 50 Plätzen durch die Gegend fährst, die gerade mal so auf dem ländlichen Bereich ja auch sehr oft relativ leer durch die Gegend fahren und trotzdem 40, 50 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen, oder ob man das cleverer macht, eben mit vielleicht beispielsweise autonomen Shuttlen. Das sollte eigentlich nicht Zielsetzung der Stadt sein, dass sie sowas vorgeben. Die sollten definieren, was wollen wir erreichen, welche Qualität wollen wir haben. Und sollten dann eben, und da müssen wir eben noch einiges tun, aus der Sicht der Wissenschaft und aus der Sicht der Gesetzesgebung, dass man dann auch wirklich sagen kann, ja, ich will die Qualität und wie du es machst, ist mir völlig egal. Hauptsache, die Qualität stimmt am Schluss und es ist möglichst günstig. Aber da ist halt noch so ein bisschen ein Schritt hin. Aber ich glaube, das ist das, was uns so ein bisschen
wo wir so ein bisschen eine Veränderung unseres Mindsets brauchen, nicht erstmal dagegen sein und erstmal Uber verbieten und autonomes Fahren ganz schrecklich, geht auf keinen Fall, gibt tausend Gründe, warum das nicht geht, die sind auch vielleicht alle mal berechtigt, sondern wir müssen mal so ein bisschen in die Denke kommen, hey, da entsteht wahnsinnig viel gute Sachen und jetzt lass mal gucken, wie kriegen wir das und das, was unser Zielekatalog ist, unser Wertekatalog, wie können wir das dort sinnvoll nutzen? Und gute Mobilität lebt davon, dass wir die Vorteile aller zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel optimal nutzen, um dann den perfekten Mix hinzukriegen. Und da sollten wir nichts von Anfang an ausschließen oder uns hinter rechtlichen Hürden verstecken. Da stellt sich ja jetzt ein bisschen die Frage, wir brauchen vielleicht ein anderes Mindset, das ist ja in Deutschland, wir sind ein sehr strukturkonservatives Volk, das ist richtig, aber wir brauchen ja auch irgendwie eine andere rechtliche Regelung. Wie sieht es da jetzt aus? Also wenn also im Prinzip der Gesetzgeber wirklich einen Auftrag ausschreibt, organisiere mir den Verkehr in Berlin, wie du es machst, ist mir egal. Ich möchte halt, dass diese fünf Kriterien eingehalten wird. Weniger Fahrzeuge, behindertengerecht. Alles kommt irgendwie rein. Wann haben wir dafür eigentlich die rechtliche Grundlage? Und wann kann man dann eben praktisch als Verkehrsunternehmen entsprechende Angebote formulieren? Ja, also ich denke, da ist sicherlich ein Aspekt des Personenbeförderungsgesetzes mit den Aktualisierungen, die ja jetzt gerade laufen, wo, wenn man jetzt so die Beteiligten oder den Social Media Posts der beteiligten Firmen, wenn man denen glaubt, dass das jetzt scheint, das in eine ganz gute Richtung zu gehen, dass eben solche Sachen wie diese Rückkehrpflicht, die ja nun wirklich lang und breit immer diskutiert wird, die einfach, sagen wir mal, aus Gesamtsicht man nicht anders als schwachsinnig bezeichnen kann, dass solche Sachen eben wegfallen müssen. Aber eben das andere, das wird noch nicht reichen, also gesetzliche Rahmenbedingungen werden noch nicht reichen, damit eine Stadt wie Berlin sagt, ich schreibe eine bestimmte Qualität aus und dann wird das irgendwie erfüllt. Da ist halt die Schwierigkeit, dass man erstmal so definieren muss, was ist diese Qualität? Es ist gar nicht so einfach zu sagen, es soll so gut sein wie heute und ob da Busse fahren oder Kleinbusse, ist mir egal. Also das zu beschreiben, das ist eben so eine Aufgabe, an die wir uns gerade in der Forschungsgesellschaft, auch nicht gerade früh, aber jetzt machen wir uns dran, dabei sind, das mal versuchen aufzuschreiben, was sind überhaupt die Kenngrößen, die man dort betrachten muss, wie kann man die vergleichen, also was entspricht so einem, also wenn wir uns die Reiseketten angucken im öffentlichen Verkehr und im Vergleich zu so einem Ride-Pooling-Anbieter, wie kann ich das vergleichen, wie kann man das vergleichbar machen, das sind halt so Sachen, die erstmal passieren müssen, weil, das haben wir halt auch gesehen bei der Privatisierung im Schienenverkehr, wenn wir halt auch diese bestehenden Strukturen verlassen, wie jetzt in Berlin mit ganz klar, der Senat schreibt aus, die BVG als anstatt des öffentlichen Rechts kriegt die meisten Verkehre, die S-Bahn kriegt den Rest. Wenn wir halt in solche Ausschreibungen dann gehen und diese bestehenden Strukturen verlassen, dann muss natürlich eine Stadt auch noch 3, 4, 5 Mal mehr aufpassen, dass diese Ausschreibung dann auch wirklich so sauber ist, dass die zum einen rechtlich hält und nicht ständig angegriffen wird, aber zum anderen dann auch das Angebot wirklich so gut ist, wie man sich es vorstellt. Und das ist halt natürlich was anderes, wenn man jetzt, sagen wir mal, inkrementelle Veränderung im öffentlichen Nahverkehr macht, der jetzt irgendwie seit 40 Jahren gewachsen ist. Ist natürlich, wenn man das jetzt völlig verändert und durch autonome Shuttle ersetzen will, ist das natürlich wahnsinnig schwierig, das wirklich wasserdicht zu beschreiben. Und natürlich muss das wasserdicht sein, weil wenn das nicht gut ausgeschrieben ist, dann hat man am Schluss eben vielleicht nicht die Leistung, die man sich erhofft hat. Und natürlich wird dann halt ein Betreiber auch nicht sagen, ach, du wolltest mehr haben, dann mache ich das kostenlos für dich, sondern dann kann es halt richtig teuer werden. Und ich denke, da sind wir alle noch einen Ticken von entfernt, dass wir das so richtig gut hinkriegen können. Wie gesagt, bei der Forschungsgesellschaft sind wir dran, da mal versuchen, so ein bisschen gewisse Rahmen aufzusetzen, in dem man sich da bewegen kann. Aber das wird sicherlich noch eine Weile brauchen. Und diese Art von Projekten, wie wir sie jetzt sehen, wo es mal auf dem Land sowas gibt, sind halt häufig jetzt Projekte, die auch irgendwie über Forschungsmittel gefördert sind, EU-Mittel gefördert sind. Deswegen gibt's die und es ist auch gut, dass wir da ein bisschen lernen können.
Aber ich denke, noch sind wir nicht ganz so weit, dass wir das heute Morgen schon so richtig machen könnten. Ich fände es genial und ich will, dass wir da hinkommen, dass wir eine Qualität ausschreiben und die Anbieter sagen, so und so kann ich das erfüllen. Weil ich glaube, dann werden wir, also wenn wir einen gewissen Teil der Planung den privaten Anbietern überlassen, dann werden wir dynamischer, dann werden wir effizienter und dann werden wir innovativer werden. Und ich glaube, das hilft uns gerade auch vielleicht für den ländlichen Raum, wenn wir mal abseits der Städte gucken. Ja, ist ja nun jetzt die Frage. Also in den USA sehen wir die ersten Roboter-Taxi-Shop fahren. Auch schon so, wie man sich es vorstellt. Kann mir da irgendwie mal eine Zeithistorie, wann es wirklich in Deutschland so weitergehen könnte? Also wann kommen die neuen wirklich Konzepte auf die Straße, also wirklich zum Bürger? Wir sehen jetzt auch, ich habe es ja hier in der Podcast-Reihe auch schon besprochen, BVG Seemeile in Tegel, aber es gibt immer auch diese Versuche auf dem Land. Da sind halt verschiedene Fahrzeuge eben immer noch in der Probung, aber wie gesagt, eben in Forschungsmitteln noch nicht wirklich real. Es gibt eben das Modellvorhaben eben auf der Straße des 17. Junis in Berlin, wo man sich es als Bürger angucken kann, aber wann sind im Prinzip der rechtliche administrative Bereich dafür geregelt, damit diese Flotten fahren können? Also die Glaskugel habe ich nicht dabei heute. Ich denke, auch in den USA, ich muss zugeben, dass ich jetzt das Phoenix-Projekt da nicht ganz genau kenne. Auch in den USA hat es alles immer viel, viel länger gedauert, als sich die Leute vorgenommen haben. Ich habe schon vor 5 Jahren, vor ein bisschen, naja, 5 bis 8 Jahren viel mit den Herstellern von diesen Fahrzeugen zu tun gehabt. Wenn es danach gegangen wäre, dann hätten wir, also wenn es nach deren Zeitschienen gegangen wäre, dann wäre jetzt schon jedes Auto autonom, hat sich auch nicht so ganz durchgesetzt. Also ich glaube, dass es alles ein bisschen langsamer gehen wird. Es werden dann auch nochmal aus diesen Tests, wenn sie jetzt, wie Sie gerade meinten, in Phoenix läuft, wird man nochmal wieder neue Probleme feststellen. Da kommen so, ich erwarte so triviale Sachen wie: Wenn die autonomen Fahrzeuge wirklich autonom durch die Gegend fahren, dann werden die ziemlich schnell ziemlich dreckig werden und dann wird man mehr Zeit mit der Reinigung verbringen müssen. Und das muss ich auch, oder Vandalismus, das muss ich dann auch erstmal regeln, wie man damit umgeht. Also da gibt es auch Studien dazu, dass das ziemlich schwierig werden kann, da sowas zu regeln. Und ich glaube, dass auch in den USA es noch eine Weile brauchen wird. Aber es ist absolut richtig, dass natürlich keiner dieser Anbieter auf die Idee kommen würde, sowas in Deutschland zu machen. Also da ein Uber, ein Google, ein Vimeo, die würden jetzt nicht sagen, ach, ich nehme noch mal eine Flotte von 20 Autos und lass die durch Berlin fahren, weil wir halt hier einfach noch zu sehr die Augen zumachen und versicherungsmäßig, rechtlich einfach noch nicht so weit sind. Also da müssen wir halt einfach, da muss der Gesetzgeber eben auch ein bisschen proaktiver, ähnlich wie beim Personenbeförderungsgesetz werden und sagen, wir schaffen mal hier einen Rahmen. Wir schaffen mal eine Art und Weise, wie ich als Nutzer einfach in so ein Auto einsteigen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass ich jetzt am Schluss irgendwie vor Gericht lande, weil das Auto, wo ich gerade zufällig drin war, jemand überfahren hat, was hoffentlich nicht passiert. Und immer da haben wir, da sind wir einfach noch völlig weg. Und ich glaube, da machen wir aktuell auch noch die Augen zu und sagen, jetzt gucken wir erstmal, wie sich's entwickelt. Und ich glaube, da schaffen die in den USA, auch in Kalifornien einfach proaktiv einfach positive Rahmenbedingungen und wäre schön, wenn wir dort auch einen Ticken weiter wären, aber ich glaube, das wird bei uns noch eine Weile brauchen. Und ich sage mal, um mich mal auf eine Zahl festzulegen, also ich glaube nicht, dass ich in den nächsten 5 Jahren hier mal eine beliebige Strecke durch Deutschland mit einem autonomen Fahrzeug fahren kann. Okay, aber wir haben ja jetzt im Prinzip viel über Großstädte, über Phoenix und so weiter geredet. Wie sieht's im ländlichen Bereich aus? Wie sieht's aus in der Provinz? Momentan sind diese ganzen Zukunftsdebatten immer noch fokussiert auf Städte. Wann ändert sich die Mobilität hier auf dem Lande? Also wir sehen jetzt zwar den Hochlauf der Elektrofahrzeuge, aber was kommt dann noch? Also was gibt Ja, es so ein bisschen ein da? Dilemma. Wie Sie gesagt haben, die meisten dieser Angebote starten in der Stadt. Und warum ist das so? Logisch, da kann man das meiste Geld verdienen.
Also dort sind natürlich alle Sachen mit Ride-Pooling, Carsharing, die funktionieren natürlich viel besser in dicht besiedelten Bereichen. Und das Dilemma daran ist, dass wir wahrscheinlich kreative Lösungen viel mehr auf dem Land bräuchten. Also hier in Berlin, in dem Bereich, meistens im S-Bahn-Ring, wo dann irgendwo die Carsharing, E-Scooter, sonst was Anbieter ihre Autos haben, da habe ich ein wunderbares Angebot im ÖPNV. Da bräuchte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt neue Mobilitätsangebote. Und auch sowas wie der Bergkönig, der ja unter der Flagge von der BVG läuft, macht wahrscheinlich auch einfach der BVG selber den Bussen der Straßenbahn Konkurrenz, weil die Nutzer sich eben aufgrund des Komforts für so ein Ride-Pooling-Angebot entscheiden. Auf dem Land dagegen, glaube ich, haben wir viel mehr Probleme, dass wir sogar nicht grundsätzlich nicht wissen, wie kriegen wir da eben eine nachhaltige Mobilität hin. Wenn man da mal auf dem Land ist, da weiß man, ich bin völlig abhängig von meinem eigenen Privat-Pkw. Das heißt, jeder, der irgendwie mobil sein will, braucht einen eigenen Pkw, was dazu führt, dass man auf dem Land da riesen Garagen mit ganz vielen Autos drin hat, die dann in der Summe vielleicht gar nicht so viel genutzt werden, aber natürlich einfach nicht das, wo wir aus Ressourcensicht tatsächlich hinwollen. Und da wäre es natürlich schöner, wenn wir auch dort eben diese Sharing-Angebote sehen, die Ride-Pooling-Angebote. Aber es ist halt immer ein Problem der Masse. Und dort kommt eben dann dieses Problem dazu, wenn ich jetzt als Mobilitätsanbieter starte, sowas wie Uber, Clever Shuttle und Co., gehe ich natürlich dahin, wo ich möglichst schnell möglichst viele Kunden bei vermutlich möglichst wenig Verlust irgendwie gewinnen kann. Und das ist halt einfach nicht auf dem Land. Und deswegen brauchen wir eben diese neuen Gedanken, dass eben auch Städte und Kommunen auf dem Land in der Lage sind, solche Angebote zu subventionieren, dass eben dieser Bus, der alle 2 Stunden fährt, wo 2 Menschen drin sitzen, dass der eben ersetzt wird durch ein cleveres Angebot, wo ich mir eben über die App mein Fahrzeug buchen kann. Und klar, heute ist das noch ein bisschen teurer, weil dass die Kosten fürs Fahrpersonal relativ hoch sind, wenn ich da beispielsweise jetzt mit einem Kleinbus durch die Gegend fahre. Ökologisch ist es wahrscheinlich schon wertvoller als viele Busse, die eben halb leer, die mit 2, 3 Leuten durch die Gegend fahren. Für den Kunden ist es besser, weil er eben nicht mehr an den 2-Stunden-Takt gebunden ist, sondern über die App vielleicht nur noch 10 oder 20 oder 30 Minuten warten muss bis zur nächsten Abfahrt. Aber eben dadurch, dass das Fahrpersonal da relativ teuer ist, bräuchten wir dort eben ganz, ganz starke Subventionierung, die eben heute vielleicht in den Bus geht und die dann stattdessen in so ein Ride-Pooling-Angebot gehen könnte. Und sicherlich, wenn wir dann an die autonomen Fahrzeuge kommen, die vielleicht auch im ländlichen Bereich ein bisschen besser funktionieren könnten, weil die Stadt natürlich besonders schwierig ist, also die städtischen Bereiche auch besonders schwierig sind für so ein autonomes Fahrzeug, dann würde natürlich auch nochmal die Preisfrage ein bisschen runtergehen. Aber dennoch braucht es eine Möglichkeit einer Subventionierung, damit wir solche Anbieter überzeugen können, aufs Land zu gehen. Also ansonsten gehen die halt einfach mit ihren ersten 10.000 Autos in die Städte und dann in die nächste Stadt. Und bis die auf dem Land ankommen, vergeht einfach zu viel Zeit. Und ich denke, deswegen brauchen wir diese Möglichkeit, eben nicht nur noch Buslinien zu finanzieren, sondern eben auch neue Mobilitätsangebote. Und nicht nur über Forschungsprojekte, sondern auch in einem Regelrhythmus, wo man auch einfach dann mal 10-Jahres-Verträge abschließen kann, die dann natürlich auch für die Anbieter viel interessanter sind als wir haben hier ein Forschungsprojekt, wo wir Finanzierung für ein Jahr haben. Da können wir ein bisschen schönes Marketing machen, aber wir wissen genau, nach einem Jahr wird das wieder eingestellt, weil es keine Folgefinanzierung gibt. Da geht man natürlich dann auch mit anderem Ehrgeiz dran. Gibt es so etwas in der realen Praxis schon? Also in verschiedener Weise fahren irgendwo Bürgerbusse herum, aber sieht man das schon, dass es wirklich irgendwo in Deutschland einen frischen Ansatz in der Mobilität auf der ländlichen Bevölkerung gibt? Also auch ein Geschäftsmodell, das schon wirklich funktionieren könnte, was ein bisschen eben nicht mehr dieser klassische Trott ist, ÖPNV fährt mit Buslinien durch die Gegend, sondern etwas Neues? Ja, also im Prinzip ist es ja lustigerweise alles gar nichts Neues. Es ist eigentlich so die Wiederaufleben des Anrufsammeltaxis. Das kam so in den 60er, 70ern wurde das modern.
wo man eben, sagen wir mal, wirklich Taxis einfach anrufen kann und dann im Sammelformat, also im Ride-Pooling-Format, dann durch die Gegend fährt. Außer, dass wir das jetzt natürlich nicht mehr anrufen müssen, sondern per App buchen. Man sieht das vereinzelt, dass solche Pooling-Angebote existieren, mal Haltestellen gebunden, mal nicht. Aber es ist natürlich von der Menge her, also ist es vernachlässigbar. Also das ist von Door to Door, gibt es da Projekte, die das gemacht haben. Es gibt, ich habe den Namen nicht parat, neulich jemanden getroffen, die das auch wirklich in den Regelbetrieb überführt haben, mit zwei Shuttlebussen auf dem Land durch die Gegend zu fahren und dort verschiedene Dörfer zu verbinden. Ja, aber es ist halt sehr vereinzelt und das hängt dann auch sehr an Engagement einzelner Leute, die vielleicht dann eben die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht zu genau betrachten, sondern es einfach mal machen, und einfach mal loslegen. Aber insgesamt ist es relativ wenig. Also insgesamt sehen wir halt, dass es in allen ländlichen Bereichen halt die Probleme des Zwei-Stunden-Takts gibt. Oder morgens ein Schulbus und abends fährt schon gar nichts mehr. Also einfach, wo ein ÖV-Angebot geschaffen wird, was so schlecht ist, dass es eigentlich nicht ernst zu nehmen ist und was halt nur irgendwie der minimalen Daseinsvorsorge dient, dass Leute, die nicht Auto fahren können oder wollen, trotzdem noch zumindest, sagen wir mal, alibimäßig durch die Gegend kommen, ohne dass es wirklich das ist, was wir ein attraktives Angebot nennen. Wunderbar, Herr Dr. Schleich, wir haben es fürs Erste. Es geht sicherlich noch mal in die Verlängerung, aber ich möchte mich bedanken für dieses Gespräch. Ja, sehr gern. Spaß gemacht. Und es ist, Okay. wie Sie sagen, ein endloses Thema, über das wir noch Stunden reden könnten. Ja. Leider wissen wir alles nicht ganz genau, wie es kommen wird, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Vielen Dank.